Der Chef? Und Oskar. Ja. Der braungebrannte Oskar. Nur meine Rechnung aufpassen, die anderen können so viel. Wir haben in unserer Mitte Lichter angezündet. Das sind Lichter des Glaubens, Lichter der Liebe, Lichter der Freude, aber auch Lichter des Trostes und Lichter der Hoffnung. Und in der Mitte, ausgehend vom Friedenslicht, jedem Licht, das eben in der Geburtsgrotte von Bethlehem entzündet wurde und immer wieder aufs Neue entzündet wird. In meinem Adventkalender heuer war jeden Tag auch ein kleines Symbolgeschenk für die Alpenweihnacht hier auf dem Klippitztörl. Also sind in dieser vorbereiteten Schachtel 24 kleine Präsente und die darf ich dann beim Gottesdienst, beim Friedensgruß sozusagen überreichen. Ja, die Musik ist bereit. Vielleicht ein Gedanke noch. Im Weihnachtsevangelium sprechen die Hirten einen einzigen Satz, nämlich: Kommt, lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das der Herr uns verkünden ließ. Die heutige Situation umgemünzt heißt das dann: Kommt, lasst uns zur Alpenweihnacht gehen, um das Geburtsfest Jesu Christi zu feiern, das er uns verkünden lässt. Und so wollen wir beginnen mit dem Lied. Ich bitte darum. Heilige Nacht, der Vater im Himmel für Freude uns macht, da liegt es das Kindlein auf Heu und auf Stroh. Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten ging beten davor. Wiederum für all jene Verstorbenen, die in diesem Jahr sozusagen in den Himmel eingegangen sind. Und wiederum in besonderer Weise bitten wir und beten wir für den verstorbenen Herrn Wolfgang Koppe. Er war mit seiner Familie und mit einer befreundeten Familie über 15 Jahre Gast hier am schönen Klippitztörl bei Familie Hohecker. Und heuer im Sommer ist er verstorben. Wir bitten für ihn und wir bitten für alle. Herr, schenke ihnen den weihnachtlichen Frieden und schenke ihnen den Lohn
fürs ewige Leben. Wir bitten dich, erhöre uns, uns zu beten gelehrt hat. Als Zeichen der Verbundenheit, der menschlich-christlichen Verbundenheit heraus, einmal nehmen wir nicht die traditionelle Gebetshaltung ein, sondern reich manche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und weihnachtlichen Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geiste. Ich lade Sie, lade euch recht herzlich ein, geben wir einander ein Zeichen des weihnachtlichen Friedens und der weihnachtlichen Versöhnung. Für uns noch den Segen Gottes herab, bitte, wirklich aus der Tiefe meines Herzens heraus. Ihnen allen danke, wir vergelt's Gott sagen. Vergelt's Gott für diese wunderbare, feierliche, festliche, lebendige Herzensliebe Mitfeier dieser dritten Alpenweihnacht. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche, familiäre Bescherung und Feierstunde abends. Ich möchte mich noch einmal bedanken für die Musiker der Musikschule der Stadt Wolfsberg, für die tollen Lieder, Lieder des Herzens und Lieder für das Herz. Und zusammenfassend für all das, was gesagt worden ist, an guten und lieben Wünschen bitte ich für uns alle noch den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. So behüte und begleite und segne euch und eure Lieben zu Hause. Der liebende, der gütige, der menschgewordene und menschenfreundliche Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleibt in weihnachtlicher Freude und bleibt in weihnachtlichem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Herrn. Bitte. Ja, und Kinder, das ist deine Person.